Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei den Simpsons, unserer lustigen Willow Creek WG mit Aresi, die pennt. Oh, ist das aufregend! Alles friedlich, eine ruhige Nacht und Aresi schläft. Was machen denn die anderen? Das Mondlicht scheint schön ins Fenster. In die Fenster. Ah, schon hübsch. Oh, diesmal sind auch gar nicht so schlimme Treppchen da. Doch, wieder so ein bisschen komisch. Aber man kann auch mit dem. Oh, Hä? Wo kommt die denn her? Oh, die muss mal. Wer hat denn. Hab ich letztes Mal eine Reparaturdings gerufen? Ach doch, Blüh hat gerufen hier zum. Um seinen Dusch zu reparieren. Und die ist fertig jetzt. Das ist ja schön. Sehr gut. Die haben sie schön gemacht. Auf Wiedersehen. Oh, wo rennt sie hin? Warum geht die denn so schnell weg? Ach so, weil alle schlafen. Ja, wie? Jetzt schlafen immer noch alle die Zeit wieder langsam? Hä? War. Hä? Was war das denn? Habt ihr gesehen, wie schnell die Zeit eben rumging? Weil eigentlich haben ja auch alle geschlafen. Jetzt schlafen immer noch alle. Nee, ja, also. Ach. Der Dicke ist schuld. Harfin, Harfin. Harfin, Harfin. Ja, geh mal aufs Klo. Oh, vielleicht sehen wir jetzt mal, wie er im Stehen pinkelt. Die Sims können jetzt auch im Stehen pinkeln. Aber es macht keiner. Ja, Obite. Ja, Obite. Ja, geh mal rein ins Bad. Und jetzt will er doch lieber erstmal baden. Oder er will im Stehen die Badewanne pinkeln. Ob die Sims das jetzt auch können? Pinkelt jetzt nicht nur im Stehen in die Toilette, sondern auch in die Badewanne. Oder vielleicht erledigt er sein Geschäft da innen drin. Ja. 4 Uhr morgens. Ach, Bad. Oh, und ich habe das Trainingszimmer repariert. Da waren doch die Wände unsichtbar. Und ja, ich habe es repariert. Ja, und jetzt sind sie wieder unsichtbar. Das gibt's denn. Was ist das denn für ein Mist? Ich habe im Baumodus halt den Raum abgerissen und nochmal neu gebaut. Und, aber jetzt ist der Bug wieder da. Ist wieder unsichtbar. Ach ja, Sims 4. Ich mag dieses Spiel. So ein Scheiß. Was, so, ich muss das jetzt dauernd neu bauen. Aber es hilft ja auch nichts anscheinend, wenn ich es neu baue. Ist wieder genauso. Ich hab's komplett neu gebaut. Und im Baumodus sah es dann auch gut aus. Aber jetzt hier im Live, im Spielmodus, sind die Wände wieder unsichtbar. Hier, da. Auch die, also alle Wände von dem Trainingsraum. Wenn man halt so von drinnen reinguckt. Ja, das ist ja super. Schön. Toll. Fuck, Spiel. Mann, ist das ein Schrott. Ja, den Raum baue ich dann auch nicht jedes Mal neu. Das ist ja super. Na, ja, was sagst du dazu? Oh, mir egal, ich trainiere sowieso nicht. Stimmt, A trainiert gar nicht, aber ihr müsst mal wieder trainieren. Ja, dann wisst ihr wohl, wenn jetzt hier... Wisst ihr, vielleicht bald mal im Raum ohne Wände trainieren. Er muss nämlich fitter werden, damit er mal weiter befördert wird irgendwann. Was sagst du dazu, Aro? Ja, ja, toll. Sondern die anderen schlafen alle noch brav. Mittwochmorgen, viel nach 5. Wie schläft. Und plus Dusche ist jetzt repariert. Oh, Mima ist ja auch wach. Was macht die denn da? Wann ist die denn aufgewacht? Na, provozierst du den Foren? Ja, natürlich, das ist meine Sims am liebsten. Auf jeden Fall meine Sims. Ja, ja, Mima, viel Spaß. Mach doch lieber was Nettes. Witze könnte. Wie wär's denn mit. Oh, ein Gericht nehmen. Sie möchte lieber was essen, warum nicht? Erstmal was. Ja, das mit dem Trainingsraum, dass die Wände da jetzt anscheinend permanent unsichtbar sind, finde ich ja nicht so toll. Ach ja, was wäre Sims 4 ohne irgendwelche Bugs? Oh, Ari geht's besser. Schön. Ah, oh, unsere Männer sind aber sehr nett. Keiner pinkelt im Stehen. Ich habe noch nie einen seit dem Patch im Stehen pinkeln gesehen. Oh, das war ein Reim. Ich habe noch nie einen seit dem Patch im Stehen pinkeln gesehen. Yeah, Reim-Time. Da, schön Hände waschen. Fein. Ja, was machen wir jetzt? Auch essen. Aber allen geht's gut. Das Essen ist lecker. Nehmen wir gleich. Hast du keine Ruhe mehr. Gleich kommt der Aare. Ist er dir alles weg? Da kommt er. Auf Städten halten sie sich ja nicht. Ah, Schätzchen, schönen guten Morgen. Ich, nee, Aare sagt kein Wort, geht einfach weg. Oh, er setzt sich auch nicht zu ihr aufs Bett und isst. Aare will nichts mit Mima zu tun haben. Heute Morgen geht er denn? Oh, auf die Terrasse. Er will lieber draußen essen. Schönen morgens. 7:30. Auf Städten sehen wir ein paar schicke Joggerinnen.
Deshalb geht Ara wahrscheinlich auch nur auf die Terrasse. Ja, ein paar Weibchen gucken. Oh, aber ist keiner da. Wann fangen die nochmal an zu joggen? Immer doch, ab 6 Uhr, oder schon früher? Oh doch, da ist auch die erste. Alles klar. Ara genießt den schönen Morgen auf der Terrasse. Ups. Wir fallen ein Stockwerk tiefer. Oder drei Stockwerke tiefer. Ich hab den da. Oh, ist die Landgrab, glaube ich. Stevie. Und der Riese ist aufgewacht. Badezimmer, Morgentoilette. Schön. Und direkt mal ein Buch lesen. Genieße den Moment, teile deine Inspiration. Ja, schön. Riese scheint es gut zu gehen. Ah, wie sieht es denn karrieremäßig aus, junge Frau? Oh, Feinschmecker-Kochfähigkeit sollten wir uns mal drum kümmern. Hm? Wohl Konditorin ist eigentlich ganz schön. Vielleicht lassen wir sie erstmal Konditorin sein. Ich glaube, man rennt nie mal rum. Und Mia möchte mit Aresi reden und rennt aber dazu ein Stockwerk hoch, obwohl Aresi unten ist. Oh. Immer Aresi ist hier unten. Mit Aresi plaudern. Und immer weiter. Immer weiter nach oben. Oh, vielleicht hält Mima jetzt Are für Aresi. Anscheinend nicht. Achso, Aresi kommt auch noch. Aresi will hier oben lesen. Deshalb ist Mima schon vorher nach oben gegangen. Mima wusste schon vorher, wo Aresi hin will. Yeah. Das ist Batze. Schönen guten Morgen, Batze. Ja, aber Unterhaltung nicht. Nee, ah, was ist ein schöner Tag. Ja, ja, ich würde gerne mal ein bisschen trommeln. Hä? So, jetzt unterhalten sich endlich. Oh, mit Batze redet keiner. Keiner sagt Batze guten Morgen, keiner redet mit Batze. Ja, Flubi. Okay. Ach, Riese redet halt wahrscheinlich über das Buch, das er da lesen will. Ja, ist ein tolles Buch, sollst du auch mal lesen. Es hat mir so geholfen. Hm. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Wird dir auch mal gut tun. weißt du, ich trinke lieber Kaffee. Mimlet? Kiarva Zarde? Nubim, Jiraza. Zarde Apollo. Oh, Batze hört den beiden zu. Batze lernt. Aber wenn ich zuhöre, über die sich unterhalten, dann. Ich verstehe kein Wort. Ach, ich stelle mich mal dazu. Oh ne, ich gehe wieder zocken, Batze geht wieder zocken. Jedes Mal, wenn die beiden um ihn rum sind, hat er das Bedürfnis, schnell zocken zu gehen, genau wie letztes Mal. Oh, Mima malt ein Bild. Sehr schön, großes realistisches Gemälde. Fein, Mima. Nabi. Nabi, was denn? Oh, das Essen stinkt. Und schon kommt Aresi und räumt auf. Fein, Aresi, dankeschön. Damit unsere Künstlerin in Ruhe malen kann. Aresi ist ja so nett. Besser. Aber das bringt uns ja auch Geld. Oh, und wenn wir das Bild verkaufen, dann kriegt Aresi schneller ihr Zimmer. Im Grunde genommen denkt Aresi nur an sich, oh, je schneller und je mehr Bilder sie malt, umso mehr kriege ich endlich auch mein Zimmer. Oh. Aha. Aha, ja, ja. Alles zur Arbeit gegangen, fein. Oh, Lala ist wach. Lala ist nicht gut drauf. Erstmal ab in die Wanne. Oh, Lala, was denn los? Oh, Lala hat auch Hunger. Hat du Hunger? Hungrig. Ja, Lala hat Hunger. Was hat Lala denn sonst so? Oh Mann, warum, was ist denn nur mit Lala los? Was ist mit Lala los? Ja, lass mal so mal in Ruhe und dass sie sich erholen kann. Am Lalalala geht's nicht gut. Oh, jetzt ist sie verspielt. Fein. Ja, wunderbar. Ja, so. Lala geht's wieder gut, sehr schön. So, Mima hat eine tolle Inspiration, was ihr Bild angeht. Ja, mal weiter, das wäre vielleicht eine super Idee. Ja, es sieht schon sehr interessant aus. Was Mima da so malt. Na, hoffen wir mal, dass das auch viel wert ist.
Oh, Arisi macht gar nichts, doch. Oh, mitspielen, wer spielt denn Schach? Ah. Oh, Arisi spielt mit sich selber, mit Lala. Und wie mal, ist es fertig? Was ist es geworden? Fein, schön. Ausgezeichnet, ja, das ist ja ausgezeichnet, sieht auch ausgezeichnet aus. Kuhpflanze. Surrealistische Kuhpflanze. Und die Gärtnerin ist fertig mit Gärtnern, habe ich gerade gesehen. Fein. Da Risi bald mal ernten gehen. Obwohl, ne, hier vielleicht, aber da, Bananen haben wir noch gar keine. Äpfel ein paar, ne, da warten wir noch mit Ernten. Obwohl, die sehen erntefertig aus. Ja, mal schauen. Oh, Müll wegbringen, sehr schön. Also ordentlich. Fein. Also man geht's allen guten Asen glücklich. Mima spinnt wieder ein bisschen. Ja, Portion Axel Schweiß, das beruhigt. Person Axel Schweiß. Hallo, Herr Schweiß. Das ist eigentlich gar nicht so witzig, aber durch den Versprecher, gerade bei Axel Schweiß, wird's lustig. Person Axel Schweiß. Also, na und Mima guckt die Treppe an. Oh, das ist eine Treppe. Was könnte man denn damit machen? Ja, hoch und runter laufen. Ja. Katze, nee, macht's aber nicht. Oh, da ist Plü. Bei Plü gehe ich schnell wieder, weil Mima kommt. Plü will sie die Laune nicht verderben lassen. Oh, Arisi möchte Mima erschrecken. Oder nee, Mima möchte Arisi erschrecken. Das wird Arisi bestimmt super gefallen. Aber Arisi will lieber mit Plü reden. Yeah. Ja, Mima ist nix. Mima steht da unten alleine vom Bücherregal. Oh, hier, Plü zockt. Und Arisi kommt dazu. Yeah. Aber Arisi will nicht mitspielen. Arisi will nur mit Plü reden. Ja, Plü hat direkt verkackt. Plü ist nervös, weil Arisi da ist. Oh, da kommt auch Mima. Plü, lauf weg, schnell! Kann nicht gut ausgehen. Unser Hausboy ist fertig. Schön. Arisi rennt weg. Oh, alle gehen weg. Keiner hat einen Bock auf Mima. Oh, die armen Mima. Aber Mima rennt hinterher. Mima lässt sich nicht abschütteln. Wie geil. Oh, die beiden versuchen alles allein miteinander zu reden, aber keine Chance. Mima kommt dazu. Und jetzt muss zum Glück, Mima muss auf Klo zum Glück. Ich werde die lästern jetzt über Mima. Ja, Free find's super. Na komm, lass mal ein Selfie machen. Oh, danke. Ja, toll. Shemagra Gorbine. Lispa Leifen. Plenis Yisim. Vol Philipp. Plü gräbt ordentlich Arisi. Simbab Krikol. Ich glaube, Arisi wünscht mir mal den Tod. Shemabu. Aber natürlich nur ein Witz. Und Plü ist auch gar nicht gemein. Oh, da kommt Mima. Mima kommt wieder. So, Mima greift an. Und Plü bleibt tatsächlich. Was ist denn los mit euch? Das gefällt Mima mal gar nicht mit Plü und Arisi. Was, also bitte, was soll denn das? Mima ist so richtig fies. Ja, sie will sie immer noch beleidigen. Und Plü grillt da vor sich hin. Ja, da! Mann, ja, Arisi geht auch direkt. Arisi erwidert noch nicht mal. Arisi geht einfach nur. Lalala, heißt die Blödchen. Ja, schön gemacht, Mima. Mima ist so stolz auf ihr blödes Bild. Das ist ja, du bist ja ein doofe Zicke. Ja, dann schicken wir Mima jetzt runter und sie muss ihr Bild verkaufen zur Strafe. Darf sie jetzt nicht mehr mit den anderen reden. Sie ärgert sie ja sowieso nur, weil wo ist denn Mimas Dings da? Hier, verkaufen wir mal an. Ich habe vergessen, was mehr Geld bringt. An Sammler verkaufen oder an Kunstgalerie? Vielleicht an Sammler? Oder ein Kunstgerät, ich weiß nicht. Sag Mima, verkauf jetzt ein Bild da, wenn die anderen eh nur ärgerst. Ist ja sehr schön, dass du wieder ein Bild gemalt hast, aber deshalb musst du jetzt nicht rumrennen, alle Leute ärgern. Was ist denn los mit der? Kommt sie so cool vor, dass sie denkt, sie kann jetzt wieder einen dicken Lip riskieren. Hat man in der Vergangenheit ja schon öfters. Auch als sie ihr Zimmer als erste hatte, hier ihr eingerichtetes. Ja, toll, Mima.
Oh, jetzt Plü-Gefahr. Vielleicht denkt Plü, Mima will sie malen, aber ich glaube nicht. Plü. Geh lieber schnell weg. Oh, jetzt geht Mima Lala ärgern. Lala anbrüllen, das ist nicht eine gute Idee. Lala ist doch so aufbrausend. Ich glaube, da hat Mima sich die falsche ausgesucht. Was Lala denn? Lala weiß noch gar nicht, was auf sie zukommt. Oh, die Girls hier. Gleich ist vorbei mit dem Frieden. Lala. Da hat sie irgendwie vergessen, dass sie kocht. Wo starrt die denn da hin? Das Grobel. Okay. Aber vielleicht geht's ja auch nett. Aber ich glaube irgendwie nicht. Ja! Wird Lala erstmal angeblöd wegen ihren Klamotten anscheinend. Das ist ein Geschmack wie eine Altkleidertonne. Ja, das ist ähnlich, aber Lala, ja. Du denkst, du bist eine tolle Künstlerin. Deine Bilder sind voll Schrott, erkennt man nichts drauf. Sollst mal mehr in die Sonne gehen, Kalkleiste. Nimm dir mal ein Beispiel an mir, ich mache wenigstens Sport. Ich muss meinen ganzen Tag fressen, so wie du. Dafür verdiene ich mehr Geld, blöde Zicke. Ja, dafür frisst du ja auch nur blödes Fastfood und wirst immer dicker und dicker. Mach die Fliege, Olle. So, mach dir nie einen ein Kind, du Kampflesbe. Olles Lama. Was ist denn nur mit Mima los? Also, mein, da setz ich schnell weg und ist. So, also Mima ist ja super gut. Mima ist glücklich und geht jetzt kickern. Oh, von wegen, sie macht keinen Sport. Ja, zeig ich's. Natürlich mache ich Sport. Ich gehe jetzt Fußball spielen. So ein Sport hat Mima, hat Lala, glaube ich, nicht gemeint. Die meinte trainieren. Ja, ich trainiere jetzt. Den zeige ich, ich werde besser im Fußball als Lala. Ich glaube, du bist auch beim Kicker nicht besser als Lala. Also Mima hat ja mal echt einen Lauf gerade wieder. Sich bei allen unbeliebt machen. Lala geht zur Arbeit, aber immerhin Lala ist glücklich. Oh. Oh nee. Wegen Mima geht Lala jetzt wütend zur Arbeit, obwohl ihre Jobleistung eh schon im Eimer ist. Ja, schön, Mima. Ich glaube, Mima bauen wir ihr Zimmer wieder ab. Mann. Dann geht sich glücklich ein Glas Wasser nehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, schön. Das ist aber mal nicht so toll. Was denn? Also. Ja, Lala hätte wunderbar verspielt oder glücklich zur Arbeit gehen können, aber nee. Und Mima geht hier runter ins Küchen-WC hier, um ein Glas Wasser zu trinken. Gab's die Aktion früher auch schon? Am Waschbecken ein Glas Wasser trinken? Aber immerhin trinkt sie nicht auch noch Alkohol. Oh, jetzt will sie wohl Plü fertig machen. Oh ne, mit Plü plaudern. Oh, jetzt gefällt ihr nicht, dass Plü und Arisi sich so gut verstehen. Darum ist jetzt nett zu Plü, damit er Arisi nicht zu sehr mag. Anscheinend. Mimblet Sabrisia. Ich glaube, Plü sagt dir mal die Meinung. Oh, jetzt kommt Arisi, aber das ist super. Ihr das nicht gewählt, dass Mima jetzt mit Plü redet. Ist das ein Mist? Oh, lass dich wieder vertragen. Ich weiß, du hast nicht so gemeint. Du bist Künstlerin. Ihr habt eure Stimmung schwanken. Oh, jetzt interessiert sich keiner mehr für Plü dafür. Ja, tatsächlich. Keiner. Und für den, warte mich mal. Niemals, ja. Aber vielleicht mögen sie jetzt auch alle gerade. Oh. Sheshere. Binkapa Baru. Plü muss mal. Ja, viel Spaß. Oh, vielleicht pinkelt Plü mal im Stehen. Ich will mal endlich sehen, dass einer von den Männern im Stehen pinkelt. Also ich finde es ja sehr gut erzogen, dass sie das nicht machen, aber jetzt, wo sie es können. Nein, Plü setzt sich auch wieder ganz brav hin. Und lacht sich da auf dem Klo kaputt. Ja, schön. Also Mima hat ihre verrückten 5 Minuten anscheinend überwunden und geht jetzt brav. Spülmaschinen beladen. Und Arisi macht ein Nickerchen. Ein konzentriertes Nickerchen. Psst, ein bisschen leise sein. Arisi muss sich konzentrieren beim Nickerchen machen. So, und Mima ist bitte nett zu Plü. Ja, plauder mit Plü, alles gut. Mima scheint es wieder gefangen zu haben. Oh, lieber Hana, Pampini.
Kathi denn da rum? Der Flur ist doch völlig in Ordnung. Alles sauber im Flur, Mima. Du bildest dir das nur ein. Mima sieht Dinge, die nicht da sind. So, kleines gemütliches Wohnzimmergespräch mit Plü vom Kamin. Schön. Oder auch nicht. Plü will lieber lesen. Plü will seine Ruhe. Nee, doch nicht. Er muss mit Mima reden. Er merkt, dass er nicht weggeht, wenn er nicht mit dir redet. Oh ja, hinter der Lampe, damit ihr euch nicht seht. Wissam. Rebenina. Swafa. Kumiau. Bouchard Flassel. Oh, was haben wir denn gerade? Nabi. Oh, Empfoy. Oh, schön, alle sind glücklich. Fein. Und Arisi schläft und kriegt nicht mit, dass Mima wieder an Plü rumgräbt. Das hat Mima gut getan. Kaum pennt. Ne, jetzt geht Mima. Lachen bis zum Umfallen lesen. Oh, und Plü rennt ihr hinterher. Ja, jetzt hat sie ihn an der Angel. Ach nee, er will Dart spielen gehen. Plü, wie geht's dir eigentlich? Also, ich meine, jobmäßig. Oh, Level 7 der Comedy-Fähigkeit könnten wir mal erreichen. Wollen wir das nicht mal machen, Plü? Aber nee, wenn er schon mal Dart spielt. Ich hab mir gedacht, die würden viel mehr Dart spielen. Wenn Plü mal Dart, dann lass er ihn noch da. Und Are ist wieder da. Fein. Großartige Arbeit geleistet. Schick. Sehr gut, Are. Batz hat auch großartige Arbeit geleistet. Super. Schön. Plü ist aber auch ein bisschen hyperaktiv heute. Jetzt geht er auf einmal lieber wieder Schach spielen. Und Are kriegt einen Anruf. Er ruft an. Yips, nein, Stomberg. Hallo, da, Are. Hallo? Dollard! Ja. Mhm. War es so spät? Hat das nicht gerade zum ersten Mal klingelt? Das war aber mal ein schneller Anruf. Auch zusammen mit Plü ein bisschen Schach spielen. Na schön. Dann spielt ihr mal fein Schach, meine Herren. Und wir machen Schluss für heute mit dem Teil. Sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Und bis morgen. Ja, wir sehen. Shmu Britnu. Dwasiba. Oh,